Herr Graf, Sie scheinen einen besseren Einblick in das Familienleben des Barons zu haben. Nein, aber das ist so ein Thema, was man gerade im Kreise des Adels nicht unbedingt anschneidet. Nun, wenn es ihm so persönlich betrifft und kein schönes Thema ist, dann wird er mit Sicherheit eine diplomatische Art und Weise wissen, wie er sich da rumschiffen kann um dieses Thema und dementsprechend auch antworten, sodass es vielleicht nicht zu einer ja, seltsamen Situation für uns kommen würde, Da denke ich. stimme ich Fräulein Neumann vollkommen zu, weil ich habe den Baron bis jetzt als offenen und netten Menschen kennengelernt. Aber Herr Ascari, noch eine Frage. Sie haben gerade nicht so darauf geantwortet. Herr Daimler fragte danach, ob die Briefe auch alle gleich aussahen. Gab es vielleicht da Unterschiede in Form des Formates oder des Briefumschlages oder so? Ja, das ist richtig. Es gab Briefe mit Büttenpapier. Können Sie sich noch erinnern, an welche Personen das Büttenpapier gegangen ist? An Knödler, Johansen, Warkholm. Nun, ich Und dann denke, zeigt er da. nochmal auf das Papier, was der Graf von Blocksberg nochmal hinreicht. Dieses hier. Büttenpapier. Ja, das, ich meine, das erklärt zumindest die Aussage, die auch der Baron schon getroffen hat, dass die Gruppe, die vor uns eingetroffen ist, bestehend aus diesen eben Personen, die genannt wurden, eben diese kleine Gruppe bilden, nach der wir suchen. Ist das nicht genau die Gruppe der Investoren, die in diesem Brief genannt wird? Lass uns kurz überlegen. Dr. Heinrich Johansen ist einer meiner Professoren. Also er ist eher einer derjenigen, die sich mit Archäologie sehr gut auskennen und an der Expedition anscheinend ihr Wissen mitteilen sollten, oder? Ist er auch Das ein wäre Geldgeber? der Expeditionsleiter, genau. Na, der Leiter, war das der Leiter? Stimmt. Ja, Sie haben recht, natürlich war es der Leiter. Und Wie die konnte mir das entfallen? Investoren, das wären mein Namensgedächtnis, Dr. dieser Knödler? Dr. Knödler und seine Frau, dieser Genau. andere Warkholm? Warkholm. Richtig, ja, da haben Sie recht. Wie konnte mir das entfallen? Das ist ja wirklich peinlich. Nun, aber dann ist es halt diese Gruppe, ja. Ja, aber das ist doch genau die Gruppe, die schon. Haben Sie noch weitere Fragen an mich? Oh, verzeihen Sie. Nun, ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, was schon besprochen wurde. Ich nehme an, Sie haben schon gefragt und sie guckt in die Runde, in welchem Kontakt Herr Ascari stand mit dem Junker. Ich habe gar keinen Kontakt mit dem Junker gehabt. Denn irgendeiner der Okay. anderen Diener einen engeren Kontakt zu dem Junker? Wenig. Er hat sich wohl, glaube ich, am meisten mit dem Franzosen unterhalten und mit Daniel Witboy, weil das die am seiner Meinung nach wenigsten minderen Kreaturen sind. So wie wir. Ein Zeitgenosse war der Herr Juncker. Naja, über Tote soll man nicht schlecht sprechen. Sagen Sie, wer ist im Haus fürs Eis zuständig? Würfel mal Verborgenes erkennen. Aber, ja, Psychologie. Würfel, gib mir mal Psychologie. Was ist eher Psychologie? Darf ich auch, weil ich ja Ihr eigentlich dürft darauf alle. achten wollte? Ja, Okay. ihr dürft alle. Ja, ich habe einen Erfolg. Okay, dann brauche ich ausgeben. Wieder 8 Glück, oder wie? Nee, wenn er das jetzt sollte, dann brauche ich es nicht Aha, okay. ausgeben. Nö, 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 nö. So, ich muss wieder. Metagaming. 18 schon. 18 für Friedrich, das reicht wohl wieder nicht, ne? Richtig. Er sagt zwar ich, also wer ist für das Eis zuständig? Ich, aber kurz hat er seine Mimik nicht ganz unter Kontrolle. Herr Ascari, ich glaube, ich hatte gerade einen leichten Hörschaden. Wer ist für das Eis zuständig? Ich. Ja. Wer hat sich noch am Eis zu schaffen gemacht? Ich bin mir nicht Haben. sicher. Aber es hat sich jemand am Eis zu schaffen gemacht.
Herr Ascari, eine Frage hätte ich auch noch. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, können wir ganz kurz bei dem Thema bleiben? Sie dürfen ihm danach so viele Fragen, wie Sie stellen, wie Sie auch immer Sie wollen. Verzeihen Sie, ja, dass ich unterbrochen habe, aber das möchte ich jetzt klären. Nein, ich wollte ja gerade Ihnen noch die Antwort zugestehen. Ich wende mich kurz noch zu Herrn Dr. Meyerhoff und sage mit vorgehaltener Hand, ich glaube, er hat einen seiner Momente. Meines Wissens, ich bin für die Eiswürfel zuständig. Was hat das damit zu tun? Sie sind dafür zuständig, aber irgendjemand war doch mit den Eiswürfeln auch beschäftigt, außer Ihnen. War das der Franzose? War es jemand anders? Meines Wissens nicht. Na gut. Verzeihen Sie, Herr Doktor, ich habe Sie unterbrochen. Kein Problem, kein Problem. Ich bin Ihnen ja auch ins Wort gefallen. Herr Ascari, der Herr Baron, Sie haben vorher angemerkt, dass Sie für die Tiere zuständig wären. Unter anderem. Genau. Der Baron hat uns im persönlichen Gespräch darüber informiert, dass er Sie ausreichend darauf vorbereitet hat über die Gefährlichkeit der Tiere und was passieren kann. Ihre Kollegin Epi hat sofort erkannt, dass das ein Biss eines oder Gift eines Taipans war. Sie konnten sich nicht daran erinnern. Dann würde ich doch am besten mal mit Epi reden. Ja, aber wenn Sie auch unter anderem für die Schlangen, müssten Sie das doch auch wissen, oder haben Sie nicht Ihrem Arbeitgeber nicht richtig zugehört? Verzeihen Sie, ich habe nicht ganz mitbekommen. Was hat das Eis und das Schlange, die Schlange mit mir jetzt zu tun? Warum fragen Sie mich das? Mit dem Eis, das müssen Sie mit dem Herrn Grafen sprechen. Sie hatten vorher die Leiche angeschaut und konnten feststellen, an was der gestorben ist. Und fragt mich natürlich, wenn Sie unter anderem für die Tiere zuständig sind, müssten Sie das doch wissen, welche fatale Wirkung das Gift des Taipans hat. Ihr dürft jetzt mal Verborgenes erkennen würfeln. 29 für Friedrich. Dürfte, glaube ich, reichen. Das reicht. Bei mir reicht es auch. 69 von 70. Ihr erkennt, wie er wohl seine Hand in seinen Kaftan schiebt und da wohl an irgendwas herumspielt. Sieht er dabei irgendwie bedrohlich aus? Also, dass man irgendwie ahnen könnte, dass er irgendwas Gefährliches darin versteckt? Oder ist es eher so, dass es nicht so schlimm wirkt? Erstmal spielt er nur mit seiner Hand in dem Inneren seiner Robe. Also, haben Sie noch weitere Fragen an mich, die ich nicht ganz verstehe? Ich habe noch nie einen Gifttoten gesehen. Reden Sie mit Chepi. Natürlich, das werden wir tun. Entschuldigen Sie, dass wir Sie so lange beansprucht haben. In der Entfernung aber könnt ihr leise Sirenen hören. Was haben Sie denn da und an Ihrem Kaftan, so nennt man doch leise ein Stück. Nichts. Die Sirenen werden lauter. Halten Sie mich nicht für paranoid, aber mir wäre wohler, wenn Sie Ihre Hand aus diesem Kaftan rausnehmen würden. Zudem wirken Sie sichtlich nervös. Und nachdem Sie das erste Mal wirklich nervös wurden, haben Sie die Hand dort hineingeschoben. Es wäre mir ebenfalls sehr lieb, wenn sie darauf wieder rausnehmen würden. Ich würde mal einfach einen Schritt dann auf ihn zumachen und versuchen, die Hand wirklich rauszureißen. Okay, gut, dann. Während die Polizei näher und näher kommt, könnt ihr sehen, wie er seine Hand aus dem Kaftan herausholt und ein Ritualmesser in den Händen hält. Ihr solltet euch lieber die Frage stellen, warum der Baron nicht gestorben ist. Das Gift der Taipan hätte gereicht, um uns alle hier tausendfach zu töten. Und dann sticht er auf Daimler zu.
Gut, jetzt brauchen wir mal die Initiative. Wir gehen von der Gewandtheit von oben nach unten. Er, Ascari, hat eine Gewandtheit von 80. Ist da irgendjemand drüber? Nein. Gut, dann sticht er jetzt zu im Nahkampf. Daimler ist relativ nah an dir dran. Ich muss gerade mal schauen, wie gut er kämpfen kann. Nicht so wirklich im Nahkampf. Ja, so, ich habe eine 70%. Das habe ich gut geschafft. Dann schon bitter. Ich mache mit dem Schadensbonus 2W4 plus 2. Das sind nur 7 Schadenspunkte, wenn du nicht ausweichst. Ich würde versuchen auszuweichen. Das ist dann eine reguläre Probe. Ich sag mal, es ist eine reguläre. Eigentlich hat er hier einen sehr schweren Erfolg gewürfelt, aber ich gestehe dir mal eine normale Ausweichprobe zu. Dass ich keine Chance habe. Das ist schon. Nein. Gut. Dann fährt er mit dem Ritualmesser viel zu überraschend über deine Brust, schneidet sie dir auf, zerreißt dein Sakko und du wirst höchstwahrscheinlich mit 7 Trefferpunkten nach hinten stürzen, taumeln, schwer verletzt. Dein Brustkorb ist leicht aufgerissen durch dieses zackige Messer. Wie hoch ist deine Konstitution? Meine Konstitution 60. 60, kannst du schon mal drauf würfeln. Was tun die anderen? Ascaris Aktion ist durch. Daimler fällt um. Mir entfällt ein spitzer Schrei und ich weiche zurück mit erhobenen Händen und versuche ihn irgendwie zu beruhigen, kann man gar nicht mehr sagen, aber was machen Sie denn da? Was soll das? Moment, es soll doch nicht noch weitere Tote geben, hallo? Ja, Fräulein Neumann ist völlig außer sich. Und dann machen wir einfach mal weiter mit, ich glaube, die Initiative aktuell, ihr seid alle unter ihm. Ich mache einfach mal weiter mit Dr. Meierhofer. Da steht bestimmt irgendwo ein Kerzenständer oder eine Flasche oder was. Würfel mal auf Glück. Mit Glück kriegst du da auch was, eine improvisierte Waffe zum Schlagen, klar. Das muss, ja. So ja, du kannst ja aussuchen, was da irgendwie stehen soll. Also Schürhaken vom Kamin oder so. Dann nehme ich den Schürhaken, das klingt klar. Doch gut. Und dann würde ich auf den Ascari einschlagen. Das ist Nahkampfhandgemenge, oder? Ja, genau. Und ich treffe auch. Das sieht gut aus. Dann mach doch mal Schaden. Improvisierte Waffe, ich würde einfach mal sagen, mach mal 1W4 plus 2. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was so eine Brechstange hat, aber damit kann man, glaube ich, arbeiten. Dann der Bonus, die plus 2. Du hast einen plus 2er Bonus? Du hast doch gerade gesagt, 1W4 plus 2. Genau, 1W4 plus 2, richtig? Ja, ich trage das dann als Bonus plus 2, Bonus 2 ein beim Würfel. Ja. Genau, du hast eine 2 gewürfelt, plus 2 sind 4. Ich guck gerade mal, er hat eine Konstitution von 70. 12 Trefferpunkte. Ja, dann beschreibt doch mal die Szene. Also ich würde den Schürhaken schnappen und wenn er dem Daimler quasi mit diesem Ritualmesser über die Brust fährt, würde ich auch ihm auf den Arm schlagen, mit dem er das Messer hält, dass wir ihm versuchen, das Messer aus der Hand zu schlagen und dabei natürlich den Arm treffen. Gibt ein vernehmliches Knacken von seinem Arm. Was tut der Nächste? Gottfried Daimler ist weg, Neumann hat schon gehandelt, Blocksberg. Ja, der liebe, ansonsten harmlos aussehende kleine Graf hat wie aus dem Nichts ein Messer aus irgendeinem Kleidungsstück gezogen und da der gute Mann ja gerade angegriffen wird von dem werten Kollegen, werde ich mich von der Seite nähern und ihn versuchen von hinten zu erdolchen. Von der Seite, dann gibst du eine Aktion auf, läufst hin und kannst nochmal zustechen. Während er jetzt auf Daimler einsticht, jetzt selber mit der Brechstange getroffen wird und nochmal von der Seite, wo jetzt von Graf Kasimir angegriffen wird, knurrt oder brüllt er noch etwas wie Mutter Astarte. Fräulein Neumann darf gerne mal Okkultismus würfeln und wir brauchen noch einen Angriff vom Grafen.
Okay. Handgemenge, wie gesagt. Jo. Nö. Nein? Dann Nö. Darf Dr. Meierhofer. Der hat schon? Der hat doch Falkenhorst, richtig. Genau. Falkenhorst fehlte noch. Entschuldigung. Dr. Meierhofer wäre auch ein bisschen in Okkultismus bewandert. Falkenhorst würde aus Reflex einmal den Gehstock hochnehmen, dann aber merken, dass das mit seinen Beinen dann nicht so ganz wirklich funktioniert. Ich würde ranlaufen. So schnell humpelnd, wie es geht, und versuchen, ihn zu rammen. Okay. Einmal einfach ein Nahkampf-Handgemenge. Kannst natürlich sonst auch mit deinem Gehstock zuschlagen, aber ansonsten, ja, einfach mal ein Handgemenge würfeln. Schauen wir mal, was das mit dem Schaden ist. Viel fehlt machen. Nicht mehr. Die Sirenen werden lauter. Achso, richtig, Entschuldigung, ich muss würfeln. Oh, vergiss. 28. Das sieht gut aus. Dann geben wir die auch mal. Du willst ihn nur rammen, ne? Ja, einfach mit der Gänze meines nicht allzu starken Gewichtes. Hast du einen Schadensbonus oder sowas? Nee. Dann ist es ein W4, hast du 3 gewürfelt. Dann könnt ihr ihn überrumpeln. Ich glaube, die letzten paar Lebenspunkte müssen wir nicht mehr aus ihm raushauen. Zumindest könnt ihr ihn überwältigen. Könnt ihm das Messer aus der Hand schlagen, könnt ihm den Arm brechen, einfach indem ihr immer wieder mit diesem Schürhaken auf ihn einschlagt. Von hinten, gut, wenn Kasimir jetzt den Dolch gezogen hat, kannst du ihm natürlich auch in den Rücken stechen. Möchtest du ihn töten? War erst zu dem Zeitpunkt bereits überwältigt, korrekt? Ihr würdet ihn jetzt auch überwältigt bekommen, ohne ihn zu töten. Das ist möglich. Dann lasse ich das Messer wieder dahin verschwinden, wo es hergekommen ist, und gehe einfach nur ganz normal an ihm vorbei, als ob nichts passiert wäre. Okay. Das kannst du natürlich den anderen versuchen zu verkaufen, ob die das so mitbekommen. Ja, schauen wir doch mal, ob ich das verkauft kriege. Ah, Fräulein Neumann hatte die Ruhe weg. Ah, ich habe auch ziemlich gut Ergebnis erzielt. Sie würfelt auf Psychologie und du würfelst auf Überreden. Ich würfel auf Schauspielerei. Oh, eine Schauspielerei, ja, okay, sehr gut. Können wir uns gleich nochmal angucken. Wie gesagt, ihr bekommt Askari überrumpelt. Die Polizei trifft ein, wie gesagt, die Sirenen wurden lauter und Askari kann festgenommen werden. Tatsächlich stellt sich im Laufe der Ermittlungen heraus, dass das Gift von der australischen Taipan kommt. Zusammen mit den Eiswürfeln wurde dieses Gift dem Junker als auch dem Baron gereicht. Denn auch in dem Glas des Barons finden sich schlieriges Wasser. Das Eis hat sich mittlerweile komplett aufgelöst. Ob der Baron etwas von dem Wasser getrunken hat, das ist eine andere Geschichte und werden wir hier nicht auflösen. Zumindest ist er nicht gestorben. Daimler kann in ein nahes Krankenhaus gebracht werden und wird die nächsten paar Wochen versorgt werden. Die Narben auf deiner Brust werden heilen. Und ihr habt es zumindest fürs Erste geschafft. Konntet euren guten Eindruck beim Baron machen, der zufrieden mit eurer Arbeit ist. Immerhin habt ihr Askari entlarvt. Mit ein bisschen Hilfe eines Mediums. Was genau in Griechenland und in Kreta passieren wird, ist Teil eines anderen Abenteuers. Und damit beende ich die Runde.